Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lars, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir über WorldQuest freischalten können. Und zwar haben wir hier einmal unter Ruf und dann Dragonflights den Erfolg ein legendäres Album. Und was müssen wir dafür machen? Macht ein Foto von allen legendären Charakteren, während ihr die Wildtiere katalogisiert. Und um das hier machen zu können, brauchen wir erstmal ein paar Voraussetzungen. Als allererstes braucht ihr die Drachenschuppen-Expedition auf einem Minimumruf von 7. Dann schaltet ihr nämlich hier, von 8, pardon, nicht 7, sondern 8, das Katalogisieren einmal frei. Und sobald ihr das freigeschalten habt, kriegt ihr eine kleine Quest. Dann müsst ihr einmal so eine Katalogisierungsfahrt machen. Und dann kriegen wir quasi Katalogisierungs-World-Quests. Die World-Quests kommen ja aktuell nur zweimal die Woche. Heißt, ihr müsst dann immer ein bisschen Ausschau halten, ob ihr eine von diesen Quests habt. Und bei denen könnt ihr dann quasi mit so einem Boot oder mit einem Zeppelin eine Tour drehen und ein paar Viecher fotografieren. Hier ist es jetzt so, dass ihr in dem Lager von der Drachenschuppen-Expedition einen kleinen Skillbaum kriegt. Den könnt ihr auch mobil mitnehmen. Da gibt es einen NPC nebenbei, der euch dementsprechend so einen Sack gibt. Dann könnt ihr den Skillbaum auch mitnehmen. Das habe ich mal gemacht und ihr müsst dann nämlich hier auch ein bisschen was reinskillen, ne? Also erstmal das Katalogisieren, das müsst ihr skillen. Und um die legendären Dudes zu kriegen, müsst ihr den Baum bei den Bildern komplett zu Ende skillen, hier bis zum Glückstein. Nämlich nur wenn ihr den Glückstein habt, können die legendären Helden auch auftauchen und dementsprechend könnt ihr nur dann die auch finden. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt an. Mir wurde gesagt, dass in jedem von diesen World Quests an den verschiedenen Punkten, die sind ja immer an anderen Punkten, immer nur einer da sein kann. Heißt, es wird jetzt ein Weilchen dauern, bis ich euch alle zeigen kann. Also für mich ein Weilchen dauern, im Video schneide ich es euch ein bisschen zusammen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal den ersten. Wir sind jetzt hier in den Ebenen von Onara auf den Koordinaten 52, 57. Und dort habe ich jetzt eine von diesen Katalogisierungs-World-Quests, und zwar die Ebenen von Onara katalogisieren, schimpft sich die. Und die, würde ich sagen, fahren wir jetzt mal runter und ich zeige euch, wo der Typ ist. Am besten für diese Katalogisierungs-World-Quests macht ihr das so, dass ihr am Anfang nicht sonderlich viele Fotos schießt. Denn wenn der Balken hier voll ist, habt ihr quasi verkackt und ihr könnt dann den legendären Typen nicht mehr fotografieren. Dann ist die Worldquest abgeschlossen. Deswegen am Anfang hier einfach nur ein bisschen ruhig. Ihr könnt auch einmal durchfahren und es komplett lassen. Ich nehme jetzt ein paar mit, weil den wir gleich finden wollen, das dürfte hier Ned Peggle sein. Ich habe das mit dem Twink nämlich schon ausprobiert. Und der ist relativ am Ende. Ja, also wenn ihr dann zu früh fertig seid, dann kriegt ihr ihn halt nicht mehr. Okay, jetzt haben wir 31%, jetzt nehmen wir hier noch einen Schuss mit. Okay, jetzt haben wir die Hälfte, jetzt halten wir mal die Füße ein bisschen still. Wir müssen jetzt ein gutes Stück runterfahren. Ah, schau mal, da haben wir den einen Hund, den wir uns bei den Muruk oder wie die heißen, freispielen können. Der läuft hier auch tatsächlich rum. Teilweise, wenn man einen guten Schuss macht, kriegt man 30-40%, ne? Deswegen muss man ein bisschen gucken. So, jetzt haben wir hier die Brücke und wer steht da oben? Der werte Ned Peggle, den wir sehen wir an, machen ein Bild. Und tada! Da haben wir auch die Worldquest abgeschlossen. Ich hoffe, das hat jetzt gepasst mit dem Achievement. Ich muss es mal gucken. Das hat jetzt anscheinend richtig viele Punkte gebracht. Aber ihr seht, Ned Peggle ist auch schon abgehakt. Wir haben Furorion und den ältesten Rheinwasser habe ich auch schon. Aber ich werde euch das dann nochmal zeigen, wenn die jeweilige Worldquest ab ist. Gut, so viel bis hierhin. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächsten Worldquests danach noch an. Dann bin ich jetzt am nächsten Spot. Hier müsste dann der Oculet sein. Und zwar haben wir jetzt eine Worldquest im Azurblauen Gebirge, hier oben auf den Koordinaten 44, 61. Und dementsprechend haben wir da auch wieder so eine kleine Floßrundfahrt. Das können wir jetzt hier schon mal anfangen. Ihr seht, also hier geht es mit dem Steg los. Und dann können wir hier gleich mal ein paar Viecher am Anfang fotografieren, denn so wie das hier einmal aussieht, haben wir den relativ am Anfang. Ich habe das eben gerade schon mit meinem Twink einmal gefahren. Warte mal, nehmen wir den da hinten noch mit. Hier haben wir noch ein Viech. Der müsste gleich dahinter der nächsten Biegung sein. Und dann braucht ihr jetzt hier nicht großartig sparen wie bei den anderen, dass es nicht versehentlich verkackt. Also ihr seht, da haben wir den Oculet. Da machen wir ein schönes Bild von und dann haben wir da wieder einen legendären mehr. Und ja, jetzt können wir das Ding noch fertig machen. Das ist aber relativ uninteressant, würde ich sagen. Und dann würde ich meinen, dass wir uns gleich mal den nächsten Spot angucken, wo wir die anderen noch haben. Dann sind wir am nächsten World Quest Spot und zwar sind wir jetzt hier unten in der Küste des Erwachens, einmal auf den Koordinaten 49, 69
Und dort haben wir jetzt wieder eine World Quest, wo wir mit dem Floß ein bisschen rumfahren müssen. Und da würde ich sagen, schauen wir mal rein, wo unser nächster NPC ist. Ich habe schon mal eine Anführungszeichen Probefahrt gemacht. Und was wir hier haben, ist der Werte Chen. Übrigens so eine kleine Randinformation. Wenn ihr die anderen Achievements noch mitnehmen wollt, es gibt noch so eins mit einem guten Schuss, dann könnt ihr auch einen Schlachtzug aufmachen. Dann zählt quasi euer Balken nicht hoch und ihr könnt euer Achievement einfach so weiter hochfahren. Ihr werdet es wahrscheinlich übers Addon hinweg sowieso kriegen, aber wenn ihr es sofort haben wollt, ist das eine Möglichkeit, hier quasi ein bisschen mehr rauszuziehen. Ich kann es euch mal zeigen, wenn ich hier meine Erfolgeliste finde. Genau hier, guter Schuss ohne Ende. Könnt ihr das noch ein bisschen beschleunigen? Ich habe da jetzt 100, ne? Und dann kann man noch ein bisschen was rausholen. So, Chen müsste jetzt irgendwo hier am Rand hocken. Schauen wir mal, ob ich ihn schon verpasst habe. Ich glaube nicht. Da haben wir ihn. Seht ihr? Chen Sturmbräu. Den fotografieren wir einmal. Und der müsste dann eigentlich fürs Achievement hier unten auch zählen. Und da seht ihr, Chen Sturmbräu ist quasi auch einmal gemarkt. Und ja. Ich habe jetzt nur noch zwei vorgestellt. Habe ich jetzt noch nicht alle, aber ich werde nochmal die ganzen verschiedenen Fahrten abfahren, dass ich die euch auch zeigen kann. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt hier einmal in Taldrassos. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 38, 69, so rum. Dort haben wir wieder so eine Quest, wo wir mit einem Bötchen rumfahren müssen. Und hier müssten wir wieder einen von den Dudes finden. Ich habe jetzt schon mal eine Erkundungsfahrt gemacht, nennen wir es mal so. Und zwar müssen wir den zeitverzerrter, mysteriöser Fischer suchen. Und ich kann euch schon mal sagen, das ist ein ganz ein krasser Dude. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Können wir hier derweil ein paar fotografieren. Über 50% sollte man nicht gehen, ne? Nicht, dass wir dann nicht weit genug quasi fahren können. Noch den einen oder anderen Schuss. Um die nehmen wir noch mit. Ah, oh, ich dachte mir gerade, ich habe es verkackt, ne? Aber ich habe jetzt mit dem guten Schuss bekommen. Ich habe vorher im Schlachtzug noch ein paar quasi abfotografiert. Und dementsprechend, jetzt ist eine Achievement schon mal fertig. Aber wie gesagt, das hätte man wahrscheinlich auch nach und nach bei den ganzen World Quests fertig gekriegt. Aber jetzt habe ich schon mal einmal weg. So, da hinten müsste einer sehen, der angelt. Und da seht ihr, das bin ich selber quasi. Den können wir fotografieren. Der ist dann noch legendär. Und das müsste dann einmal für den Erfolg zählen. Jetzt gucken wir mal. Genau, jetzt fehlt mir persönlich noch einer. Aber ich hatte ja, glaube ich, nicht alle in den Videos vorgestellt. Und gut, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Spot wieder. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier bei der World Quest in der Küste des Erwachens auf den Koordinaten 64, 58 und dort müssten wir den nächsten Mob haben. Mir persönlich fehlt ja jetzt nur noch einer und der müsste nämlich da stehen und zwar, wie heißt er, Abugar schimpft sich der und da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir den einmal vor die Linse kriegen. Der ist wie die meisten anderen relativ am Ende, heißt man sollte jetzt am Anfang nicht zu viele Prozente voll machen, nicht dass man den quasi nicht mehr erwischt. Heißt, wir müssen jetzt einmal fast bis dahinter fahren und da steht er dann und angelt einmal. Ich habe das eben gerade mit meinem Twink schon mal abgefahren, um da so ein bisschen zu gucken, wo er ist. Nichtsdestotrotz, ich werde euch die anderen auch noch zeigen. Wird halt bei mir wahrscheinlich jetzt wieder ein, zwei Wochen dauern, bis quasi die anderen World Quests schon am Start sind, die ich noch nicht gemacht habe. Fahren wir hier dann einmal noch um die Ecke. Ja gut, ich denke mal ein paar Prozent kann ich noch mitnehmen. Den können wir noch mitnehmen. Den können wir auch noch mitnehmen. Ich denke mal über 80 sollten wir jetzt nicht kommen. 60, ich denke mal einen kann ich noch. Ah, 77, jetzt sind wir lieber mal vorsichtig. So, da la. Also irgendwo da hinten müsste er stehen. Ah, seht ihr, da haben wir ihn. Abugar heißt der. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Den fotografieren wir und tada, da habe ich dann schon einmal das Achievement. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten weiter. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 51, 41 in Taldrassos. Und da ist jetzt eine World Quest, die ich ganz am Anfang schon gemacht habe, beziehungsweise da auch dann dementsprechend den, diesen raren Dude schon einmal fotografiert habe. Das ist in dem Fall hier Furorion. Wir machen das jetzt einfach aber nochmal, dass ihr seht, wo der genau ist. Ihr seht, hier oben fliegt er gerade rum. Den können wir direkt fotografieren. Legendär. Ich habe das vorher schon mal ausgekundschaftet. Der fliegt eigentlich hier immer so ein bisschen eine Runde. Also wenn dann, wenn ihr quasi anfangen könnt, dann direkt fotografieren. Oder er fliegt halt hier so ein bisschen lang, ne? Aber den kann man eigentlich ganz gut vor die Linse kriegen.
Wenn ihr ihn am Anfang halt nicht seht, könnt ihr halt direkt wieder aussteigen und nochmal losfliegen mit dem Ballon, das so lange, bis ihr ihn halt hier direkt habt. Aber im Normalfall sollte das nicht das Problem sein. Gut, ich zeig's mal auf der Map. Also die World Quest ist hier oben in Tal Drassus bei 5042, wenn sie denn bei euch ab ist. Dann kommen wir zur letzten World Quest und zwar sind wir jetzt in den Ebenen von Onara, hier unten auf den Koordinaten 73, 84. Und dort können wir wieder mit so einem kleinen Floß fahren. Da müssten wir dann auch gleich den letzten NPC noch haben, den wir brauchen für unsere legendären Bilder. Und zwar müsste der hier hinten stehen. Und da sehen wir ihn schon. Ältester Rheinwasser schimpft sich der. Und sobald ihr den fotografiert habt, müsstet ihr alle von denen zusammen haben. Und ja, das machen wir jetzt einmal. Zack. Ich hatte das schon am Anfang gemacht. Deswegen haben wir jetzt hier keine Achievement, was aufgeploppt ist. Aber das hatten wir ja auch schon vorher eingetütet. Gut, damit sind wir dann mit allen durch. Ihr müsst halt ein paar Wochen warten, bis dementsprechend alle Weltquests mal am Start sind bei euch. Wie gesagt, jede Woche kommen nur zwei Wellen von Weltquests. Einmal am Mittwoch und dann nochmal am Samstagabend. Meistens sind so zwei, manchmal sind auch pro Welle drei von den Katalogisierungs-Weltquests dabei. Und ja, das kann dann ein, zwei Wochen dauern, bis ihr alles zusammen habt. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.